Hallo, und da sind wir auch wieder bei der zweiten Kampagne von Left 4 Dead. Die heißt Crash Course und wir spielen Francis. So, und das war's eigentlich und los geht's. Endlich das machen. Ein Zombie-Hubschrauber-Pilot? Oh, das ist ja voll ätzend und wir waren fast in Sicherheit. Naja. Warte, was war da? Sollte auch niemals ein Zombie im Steuer eines Helikopters lassen. Kommt davon. Also ich kann es jetzt schon sagen, diese Map ist jetzt nicht so fürs Schleichen gedacht. Das ist jetzt eher so eine Nahkampf-Action, also so mit Laufen, Laufen, Rennen und immer so weiter. Man sieht, dieses Anfürschen klappt hier nicht. Das habe ich schon mal versucht, als Let's Play aufzunehmen, aber es war ein tierischer Reinfall. Let's Battle mache ich. Kollege hier. So, und diesmal werden wir dann auch andere Waffen ausprobieren. Wie jetzt auch schon zu sehen ist, also so eine Uzi. Ah, eine Rohrbombe. Immer gut. Okay, Hunter-Alarm. Oh, das ist schon wieder. Ey, einfach vorbeifliegen. Unhöflich. Hier ist irgendwo eine Witch. Da vorne. Diesmal krallen wir uns die. So. Ein gezielter Wurf mit der Handgranate. Oh, das gibt's nicht. Ich hab keinen Schock. Super, perfekt. Ach, Scheiße. So, haben wir Bitchdown bekommen und das Bett. Vielleicht finden wir im Lager was. Kommt davon, wenn man so schlechte Reflexe hat, erwischt man mich auch nicht. Eigentlich gibt es ja jetzt immer nur vier Waffen. Einmal die M4, das ist so eher hat hohen Damage und Genauigkeit. Aber dafür nicht so viel Money. Und im Gegensatz hat die hier viel Money, aber nicht so hohen Damage und auch nicht so eine hohe Genauigkeit. Muss man sich halt immer entscheiden, was man nimmt. Also auch was man spielen lässt. Ey. Werde ich auch mal den Sniper zeigen. Hier liegen Waffen rum. Ist ja klar, wie ein anderen Sniper hat auch. Kann man mit Zielvorrichtung machen. Okay, man muss auch treffen so können. Eine braune Shorts amüsierte. Hab ihn tot getroffen. Kann sogar aus der Hüfte so genau schießen. Das ist voll heftig. Boah! Nein, ich weiß nicht, den habe ich überhaupt nicht gesehen, ey. Boah. Immer recht scheiße, wenn so eine Welle kommt und du keinen Sniper hast. Dann kannst du die dir mit der Pistole komplett halten. Obwohl die auch hammergut ist.
bist du dann eher auf deine Kollegen. Ja, genau. Auf deine Kollegen. Ja. Wie auch immer. Okay, da ist schon wieder ein Auto mit einer Alarmanlage. Vorsichtig. Lade nach! Fuck. Fuck, fuck. Am besten hier. Weil dann können die nur von zwei Richtungen. Also komm, eigentlich hat er mich überhaupt nicht erwischt. Dann wieder hergesucht. Der Mistkerl. Okay. Welle bestanden. Jetzt erstmal hier wieder ein bisschen aufgeräumt. Ah. Molotov! Gut. Ich nehme Tabletten. Immer alles einstecken. Nochmal einer. Brauchen wir uns aber nicht. Vetter. Lade nach! Okay, die ersten zwei waren fail, aber der dritte dann gesessen. Wo ist ein Scheiß? Kannst du natürlich auch so benutzen, aber ohne zu ziehen, weil es sowieso schon hammergenau ist. Los, über die Brücke! Die Tür ist hier leicht aus diesem Dreck! Lauf, geh weg da! Okay, was der da macht, was jetzt eigentlich? Wie viel hat er noch? Ey? Das Sniper zuckt sowieso ja immer viel. So, schon da. Sieht man schon, der Sniper macht ja fast schon am meisten Damage. Außer die Schrotflinte, wenn die nah dran sind. Dann macht es bestimmt noch mehr Damage bei Tanks, denke ich mal. Ich hab voll den Kopf weggeblasen. Die segelt da runter. Ich dachte schon. Push. Gehen wir mal weiter. Okay, da ist schon wieder ein Witch. Boah, das müssten wir sogar mit einem Sniper auch hinbekommen. Wenn sie direkt auf uns zu rennt, dann ja. War das? Das hat sich eben komisch angehört. Okay, weiter geht's. Ne?
weiter geht's. Schneller, schneller, schneller. Jedes Mal, wenn da steht, dass man da was machen soll, heißt es, dass es gleich die Kacke am Dampfen ist. Deswegen nehme ich auch wieder die M4. Wir müssen die Barrikade zerfeuern. So. Beeilung, kann ich nur sagen. Theoretisch auch anzünden. Witch! Okay, die beamen sich hier einfach. Naja, heute sehen wir ein Feuer. Okay, die tun sich sowieso schon voll aufregen. Puh, das war knapp, ey. So, weiter geht's. Was mir jetzt heute auch erst aufgefallen ist, dass ich dachte immer, dass die Kampagnen einzeln sind. Aber die schließen sich so in der ganzen Geschichte zusammen. Wie das, was ich da, weil am Anfang wird man mit dem Helikopter abgeholt und fliegt dann in die Freiheit. Und dann ist der jetzt hier abgestürzt. Ah, fuck, 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 fuck. Kommt schon, ey. Scheiße hier verbrutzen, was soll denn das? Der Schutzraum ist dort unten! Lade nach! Ah, gucken wir nicht durch. Was zum Teufel, der kommt aus dem Schutzraum? Ein Hunter. Auch geil, hätte ich auch noch nie, ey. Ach, was für Premiere, dann die man hier immer erlebt, ey. Erstmal Muni nachladen. Medikit habe ich. So, Tür zu machen. So, haben wir den ersten Teil geschafft. Ich muss mal gucken, was da mit dem Ton los ist. Wo ist denn die Mucke? Naja. Scheiße, ey. So, gleich geht's weiter.